Willkommen zu einem neuen Video, wieder zu meiner Artbook Collection Reihe. Letztes Mal hatten wir Nana von Ayasawa, deswegen habe ich gedacht, machen wir gleich mit Ayasawa weiter. Und dieses Mal habe ich für euch das Artbook zu Gokinjo Monogatari, Welcome to the Gokinjo World. Dieses Artbook ist leider nicht in Deutschland erschienen, das gibt es nur in Japan. Der Manga von Gokinjo Monogatari, den gibt es auf dem deutschen Markt und auch die Nachfolgeserie Paradise Kiss ist hier erschienen, allerdings eben das Artbook nicht. Und in Japan kostet es, ich weiß jetzt nicht genau, ob man es erkennen kann, 1300 Yen inklusive Steuer. Man bekommt es aber über das Internet, das heißt, wenn ihr Interesse daran haben solltet, ich versuche wieder euch einen Link, wo man es kaufen kann, unten in die Infobox zu posten. Auch alle weiteren Infos werde ich euch unten nochmal reinposten und dann könnt ihr in der Infobox nochmal alles genau nachlesen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Erschienen ist das Artbook übrigens 97, also es ist schon ein bisschen älter. Aber das ist nicht so schlimm. Weil, wie gesagt, online kommt man noch relativ gut ran und wenn ihr Interesse haben solltet, dann könnt ihr euch ja irgendwie online schlau machen oder, wie gesagt, gegebenenfalls habt ihr auch von mir einen Link unten in der Infobox, wenn ihr es euch kaufen wollt. Ja, wie normal in Japan eigentlich, kommt es mit so einem Schutzumschlag, dann nochmal mit so einer transparenten Manschette und hier... Das ist das Bild, das auf dem eigentlichen Buch drauf ist. Das sind Tsutomu und Mikako. Ja. Hier geht es dann also los. Und dann zeige ich euch wie immer so ein bisschen das Artbook. Hier sieht man sie mit den pinken Haaren. Die hat sie ja dann erst ganz am Ende vom Manga. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch den Manga gelesen hat, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich persönlich finde ihn auch einen Ticken besser als Paradise Kiss, der aber ein wenig beliebter ist. Was ich aber jetzt nicht so verstehen kann, weil Gokinjo ist wirklich ein toller Manga. Hier ist mal so ein großes, Moment, so ein großes Bild mit eigentlich so ziemlich allen Charakteren, die in dem Manga vorkommen. Hier sieht man Mariko, Jin, die Nachbarn von Mikako, Seiji, ihre Mitschüler. Das hier sind übrigens Leute aus einem anderen Manga von Ayasawa, die sozusagen einen kleinen Gastauftritt hatten. Und hier sind dann noch ihre besten Freunde. Und hier sind Mikako. Und Tsutomu. Das kann ich natürlich nicht lesen, aber das ist ein Brief und ich glaube, es ist der Brief, der in der Serie, also in dem Manga drin vorkommt, weil Mikako hat eine Freundin, mit der sie auf der Mittelschule war und diese Freundin und sie halten eben Briefkontakt, weil sie nicht mehr auf dieselbe Schule gehen. Sie geht ja auf die Yasawa High School, wo man eben so Mode und Design studiert. Und ihre Freundin geht eben auf eine ganz normale Schule. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Dieses Bild ist halt so die Gegenüberstellung. Einmal das Zimmer von der Mikako und einmal das Zimmer von Tsutomu. Und die sind ja Nachbarn. Hier sieht man dann so Polaroids. Ich finde es bei Ayasawa immer ganz cool, dass die auch so ein bisschen ja, mit den Layouts, mit der Aufmachung für die Bilder spielt. Dass dann nicht die Bilder einfach nur so drin sind, wie in vielen anderen Artbooks, sondern dass es auch so ein bisschen aufgemacht ist. Ein bisschen besonderer. Das ist auch cool. Hier sieht man halt die so laufen. Und es geht hier halt weiter. Ja, auch dieses Artbook ist halt so ein bisschen steif. Und ich habe Probleme, es euch richtig zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt die Bilder trotzdem ordentlich sehen. Hier sieht man, wie die Jungs am Fenster spannen, während Mariko gerade ein Bad nimmt. Ich finde das Bild ziemlich cool. Ja, hier sieht man sie so ein bisschen
Chibi-mäßig. Akindo ist ja die Marke, die sie gründen, diese Flohmarktmarke, unter der sie alle das machen, was sie eben am besten können und dann zusammen verkaufen. Und später macht Mikako ja ihre eigene Marke und das ist dann Happy Berry. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Bild. Denn hier sind die wie so Grundschul- oder Kindergartenkinder und hier sieht man eben Mikako und dann die ganzen Freunde einmal so ringsrum. Das finde ich zumindest sehr, sehr cool. Ja, ein Fight-Bild zwischen Mariko und ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt Ayumi, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist ja die Lehrerin aus der Yasawa School, die man dann auch wieder bei Paradise Kiss mitbekommt. Hier wieder Mariko. Mal so ein bisschen cooleres Bild von den Jungs. Ja, es ist ein bisschen schwer, das jetzt ordentlich zu zeigen, aber ich hoffe, ihr könnt die Bilder alle gut erkennen und ich hoffe, ihr findet es dann nicht irgendwie komisch, wenn ich da mal so ein bisschen rangehe. Es ist nur, dass ihr die Bilder halt auch ordentlich erkennen könnt. Das hier ist so cool. Das hier ist, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Takeshi? Ich glaube, das ist der Freund von Risa, die die beste Freundin von Mikako ist. Und später in Paradise Kiss kommt eben Arashi vor und Arashi ist der Sohn von ihm und Risa. Das ist ziemlich lustig gemacht, dass man das dann so die Leute eben wiedererkennt. Ist auch ein ziemlich cooles Bild, muss ich sagen. Ich finde Mikako sowieso ziemlich cool. Das Mädchen hat einen coolen Style. Hier mit grünen Haaren. Und das ist auch ziemlich cool, weil das sind alles Outfits, die sie innerhalb des Manga getragen hat. Und hier sieht man halt mal so die Designs an sich. Dieses Kleid hat sie zwischendurch an. Das hier alles trägt sie zwischendurch im Manga. Auch eben diese Bluse. Und dann sieht man eben mal so ein bisschen ihre Garderobe, sage ich mal. Das sind alles Sachen, die halt wirklich dann im Manga vorkommen. Hier sieht man sie noch mal selber. Hier auch mit ihrem Tsutomu-Äffchen. Für mich ist das immer ganz interessant. Ich finde nämlich so diese ganze ausgefallene Mode und so, ich sag mal, Harajuku-Fashion in Japan und so. Das finde ich ziemlich cool und deswegen finde ich es dann auch ziemlich cool, dass die da nochmal die Outfits reingebracht haben. Das ist auch ziemlich süß gemacht. Hier nochmal mit Tsutomu zusammen. Das hier ist, soll sozusagen ein Country-Song von den beiden sein. Allerdings kann ich bis auf Happy Happy Holiday und Sweet Home nicht sehr viel lesen, denn der Rest ist leider in Japanisch und mein Japanisch ist ziemlich begrenzt. Dieses Bild ist so cool. Das trägt den Titel Afromania. Das, was hier auch auf Tsutomus T-Shirt steht, weil eben die beiden und die Affen diese Afro-Perücken tragen. Und das finde ich echt witzig. Ja, das ist auch ein ganz bekanntes Bild mit diesem Kettenanhänger. So, hier nochmal so ein kleiner Four-Step-Comic, wie sie die fliegenden Happy Berries fängt, dann die Flügel pflückt, dann kocht sie sie mit Zucker ein und hier zum Schluss sieht man, wie sie dann eben mit Tsutomu die Marmeladenbrote isst. Das ist eigentlich ganz lustig gemacht.
Hier sieht man auch, wie sie ja, ihre Kleidung herstellt. Das ist auch ziemlich süß. Und hier sieht man sie dann eben das fertige Outfit tragen. Man merkt halt, dass es sich im Manga wirklich um Mode dreht. Und es wird eben auch bei den Illustrationen ziemlich, ja, auffällig dargestellt. Und ja, Seiji, der hübsche Mann. Ich finde ihn ja wirklich cool. Der kommt ja auch wieder dann bei Paradise Kiss vor. Ja. Ja, auf jeden Fall liegt da wirklich Augenmerk auf diesem Modeding, auf dem Design. Natürlich kommt die Romanze zwischen Tsutomu und Mikako dabei nicht zu kurz. Und es ist ein wirklich süßer, auch sehr lustiger Manga, den man lesen kann, wenn man Spaß an Romance hat, wenn man Spaß an Comedy hat und natürlich auch, wenn man so Spaß an Mode und sowas hat. Das hier ist übrigens Mikako in ihrer Schulzeit, also in ihrer Mittelschulzeit, mit dem Mädchen da hinten, das ist ihre Mitschülerin. Damals war sie noch nicht so flippig, weil in Japan herrscht ja Uniformpflicht und damals war sie noch nicht auf dieser Modeschule und konnte noch nicht das tragen und tun, was sie wollte und hat deswegen immer von den Farben geträumt, die sie eben eigentlich tragen wollte, weil das ist halt das, was ihr Spaß macht, eben dieses mit Farben einfach das zu tun, was sie möchte, ohne irgendwelche Regeln beachten zu müssen. Und in Japan sind die Uniformregeln ja schon sehr strikt. Ja, Manbu sind übrigens eine Band, die im Manga vorkommt und die ja, der Sänger von der Band, der sieht Tsutomu ziemlich ähnlich, weswegen es auch diverse Verwechslungen gibt. Und das ist halt recht lustig gemacht. Wobei Mikako immer sagt, dass Tsutomu ihm gar nicht ähnlich sehen würde, weil der Typ von Manbu nämlich gut aussehen würde, im Gegensatz zu Tsutomu. Und Tsutomu sei ja ein Affe. Und das ärgert ihn dann auch immer. Hier sind dann noch viele Kommentare von Ayasawa selbst. Und sie liebt ja die Marke Vivienne Westwood, wie ich übrigens auch. Eine sehr teure Marke übrigens. Deswegen besitze ich auch so gut wie nichts davon. Und das wird in ihren Manga auch immer wieder klar, denn die Charaktere tragen viel von Vivienne Westwood. Ja, hier sieht man dann auch noch mal so ein bisschen ihren Alltag. Allerdings, wie gesagt, ich kann das alles leider nicht lesen und kann euch deswegen auch nicht erzählen, was da steht. Aber hier sind dann nochmal so Werbedinger für zum Beispiel, es gibt eine Hörspiel-CD zu dem Manga, es gibt einen Anime zu dem Manga. Der ist aber, glaube ich, nicht auf DVD, sondern nur auf Videokassette erschienen. Denn damals gab es noch keine DVD oder zumindest nicht so verbreitet. Und deswegen, ja. Ja, hier sind dann nochmal so, ich weiß es gar nicht, Kommentare, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann es nicht lesen. Das hier ist ganz cool. Ja, das ist wie eine Art Preisschild in Japan. Das haben alle Bücher dort. Das hier ist ganz cool. Hier hat sie so ein bisschen Merchandise gezeigt. Das hier ist Berry-chan, also das Maskottchen von Happy Berry. Hier sieht man dann so Plüschpuppen, also so UFO-Catcher-Dolls von den Charakteren aus Gokinjo. Ich weiß jetzt nicht, ob die offiziell in Japan so verkauft wurden oder ob das selbstdesigntes Fan-Merchandise war. Und das hier ist die Katze, die vorkommt, deren Namen ich natürlich vergessen habe. Ja. Aber das hier ist offizielles Merchandise. Also ich glaube auch, dass die Puppen offiziell sind, aber ich weiß es nicht. Hier dann noch so eine Uhr und die Soundtracks und Hörspiel-CDs. Und ein kleiner Anhänger von der Mikako. So. Und so eine kleine Box. Ja, den japanischen Manga-Magazinen legen ja auch immer so Extras bei. Wie zum Beispiel jetzt hier, da ist so ein Stiftset. Ich nehme mal an, dass das ein Extra in dem Heft war, in dem Gokinjo Monogatari erschienen ist. Das würde mich zumindest nicht wundern. Hier sieht man dann nochmal die beiden. So, das Bild finde ich zum Teil, zum Beispiel total schön.
Und ja, oder das hier auch. Da ist sie wirklich hübsch dargestellt. Dieses Skizzenhafte, das gefällt mir wirklich total gut. Und ja. Ja. Jetzt fliegt es mir doch alles noch aus der Hand. Hier sieht man sie dann nochmal mit pinken Haaren. So hat sie sich ja dann am Ende die Haare geschnitten. Und das hier sind die Bilder, die auf den Covern sind. Also das hier ist das erste Cover, das zweite Cover und so weiter bis zum siebten Cover dann durch. Und hier ist dann nochmal so ein kleiner Abschiedsgruß von Ayasawa selbst mit eben einem Bild von ihr. Das ist Ayasawa, also damals gewesen. Und hier noch so eine kleine Unterschrift. Und das war dann auch schon das ganze Artbook. Hier ist nochmal Barry-chan. Und wie gesagt, ich schreibe euch nochmal alle Infos in die Infobox unten rein. Das war's dann auch schon wieder. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye!